Hallo Welt, hier Alex aus Wien. Ich nehme teil an der von Daniel initiierten Initiative. Fünf Tabake und drei Nominierte. Eine gute Idee. Es zahlt sich aus, in der englischsprachigen Community zu stöbern. Die haben da immer wieder ganz witzige Ideen. Meine Oldie Smokes habe ich im Grunde genommen schon teilweise vorgestellt. Was ich als Morgentabake oder als Nachmittagstabake rauche. Aber es gibt mir immer Tabake, die ich auch so gerne immer wieder rauche. Da hat sich jetzt dann herauskristallisiert, zu dem ich wirklich ganz gern greife. Wenn ich gern was Süßes, aber trotzdem was Geschmackiges haben möchte, sitzt da schon eben der neue von Tom Tarasch. Sehr schön mit Curlys und Flake-Sachen drin, Flake-Teilen drinnen. Wirklich angenehm zu rauchen in jeder Art von Pfeife, die man halt vorrätig hat oder die man eben rauchen will. Pfeife ist das Stichwort. Ihr seht, ich habe noch eine Canadian gefunden. Schön rustiziert. Ist von, merkt man den in Kawiki, glaube ich, ist das. Ja, ist Kawiki. Hätte ich eigentlich erkennen müssen an dem Zeichen da herum. Das ist typisch Kawiki. Eine angenehme Pfeife, gut zu rauchen. Darin ist, und da mache ich jetzt einen Sprung, mein Tabak dabei, oder da rauche ich da drinnen meinen Tabak, den ich sonst immer gerne am Abend rauche. Auch ein sehr bekannter Tabak, Rat Race Marlin Flake, ein Vapor in Strangformat, zu länglich geschnitten und in die Dose hinein fabriziert. Hört so aus. Ähnlich wie der Virginia Flake von Huber. Da sind aber Dark Virginias drinnen, Burley und Cavendish. Also wirklich angenehm zu rauchen, aber für Nikotin nicht verträgliche Personen ist das also eher nichts. Ist sehr stark und vor allem wird auch gegen Ende der Pfeife sehr stark. Dieses Pfeiferl hier, diese Canadian, da ist noch nie was anderes geraucht worden als das Marlin Flake. Übersprungen habe ich dann natürlich die Over the Counter. Over the Counter ist bei uns in Österreich grundlegend nur Trafiken vorbehalten und die haben fast alle ein gewisses Grundsortiment und deswegen ist das ganz gut. Ja. Und da habe ich aber einen mir in letzter Zeit geholt, der wahrscheinlich noch nicht allzu bekannt ist. Ist von einem Enthusiasten aus der Tschechei oder aus Tschechien. Joseph Stanislav nennt sich der und der hat Stanislav Tobacco. Und das ist der Balkan Latakia. Nomen est omen. Ist in einem Pouch. Aber dafür, dass er in einem Pouch ist, ist die Qualität des Tabaks wirklich sehr gut. Er ist halt fast ein Feinschnitt und raucht dazu also relativ schnell, hat aber den Vorteil, dass er den auch in kleineren Pfeifenköpfen rauchen kann. Dritte Kategorie haben wir schon gehabt. Die vierte war
Wie welchen Tabak würde ich nehmen, wenn ich einen Freund beeindrucken möchte? Also das würde ich mal nicht machen. Wann würde ich ihm einen Tabak anbieten, von dem ich annehme, der mir schmeckt und den er nicht kennt? Ja? Ich sehe mich da eher als jemand, der den Leuten weiterhilft und nicht sie irgendwie in die Gruben hinein stößt. Ist einer, den ich sehr gern habe, sehr gern mag, den es aber leider nicht mehr gibt. Deswegen habe ich mir einige von den Dosen geschnappt und habe die in die, mehr oder minder, in mein Kammerl gesperrt und passt darauf auf, dass die mir niemand herausnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Peterson Signature Flake. Jetzt nicht mehr zu bekommen, wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufgelegt werden. Ein herrlicher Flake. Einfach super zu rauchen. Passt mir wirklich sehr gut. Und jetzt kommt halt das Schwierigste, was ich nur einmal im Jahr rauche. Aber auf der anderen Seite ist es wieder sehr einfach. Ein Tabak, den ich schon vorgestellt habe, der mir noch immer im Frühjahr angenehm ist, wenn ich damit spazieren gehen kann in der Pfeife. Sam Gareth Grasmoor. Lakeland Flake par excellence. Wenn man damit in der Pfeife durch die Wiesen streunt und oder im Wald spazieren geht oder auf der Straße und jetzt einmal dann wieder sieht, wenn ein bisschen Sonne rauskommt und die Leute hoffentlich wieder bald fröhlicher reinschauen und den Grasmoor da drinnen in seinen Pfeifer raucht. Was kann einem da Besseres passieren? Gibt es eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommen wir zu den Nominees. Unter welchen Gesichtspunkten habe ich das ausgewählt? Ich glaube, die meisten von uns können viele oder aktive Mitglieder der Community sehr gut einschätzen, was die rauchen. Mich interessiert, was Leute rauchen, die dazu noch nichts gesagt haben. Und daher meine Nominees. Nummer 1, Daniel Klaassen. Wird mich sehr interessieren. Er ist ein Verrückter wie wir, was der so zu dieser Klassifizierung sagt, was er da vorhat. Der nächste, den ich ähnlich einschätze, ist Peter, der echte Mittelhesse. Ich hoffe, ihr beiden seid einmal klar am Start. Und beim Blätterteig 44 weiß ich es nicht, ob er wirklich mittut. Ich hoffe schon. Ich schätze ihm so ein, dass er sich da vors Video, für die Kamera oder vor das iPhone setzt und ein geschwindes Video macht. Das war's von mir. Wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, habt die Ehre.